Plötzlich Prinzessin. Gehören Sie auch zu denen, die diese Komödie aus dem Jahr 2001 geliebt haben, mit Anne Hathaway in der Hauptrolle? Nun, wie so oft im richtigen Leben, ist es nicht unbedingt immer eine Komödie, so eine Geschichte. Eher ein Drama. Davon erzählen können beispielsweise zwei Frauen. Die eine, Delphine Boyle, eine Künstlerin aus Belgien, 52. Die andere, Ingrid Sartiau, 54, ebenfalls Belgierin. Allerdings unterscheiden sich die Geschichten ein bisschen. Delphine Boyle reichte eine Vaterschaftsklage gegen Albert II. Von Belgien ein. 7 Jahre lang musste sie vor Gericht kämpfen, um ihn zu einem DNA-Test auch zu zwingen, was tatsächlich dann Anfang diesen Jahres auch passiert ist. Und dort wurde eindeutig festgestellt, sie ist wirklich seine Tochter. Anfang diesen Monats entschied das Brüsseler Appellationsgericht, dass Delphine Boyle tatsächlich sich Prinzessin von Belgien nennen darf. Im Jahr 1999 hat der damalige König Albert II. Eben auch in einer Weihnachtsansprache offiziell zugegeben, dass er eine Affäre hatte mit der Mutter von Boyle, eine Baronin. Eine Affäre, die immerhin über 18 Jahre lang dauerte und aus der eben Delphine hervorging. Lange Zeit wusste die Frau eigentlich gar nicht, wer ihr leiblicher Vater ist. Ihre Mutter war verheiratet, auch mit einem Industriellen. Und erst als sie 17 war, erfuhr sie von ihrer Mutter, wer eigentlich der tatsächliche Vater ist. Daraufhin wollte sie ihn natürlich auch gern kennenlernen. Es gab auch einige Versuche von ihr. Allerdings hat er sie immer verleugnet auch. Und es gipfelte sogar darin, dass er sie vor einigen Jahren noch am Telefon richtig anherrschte: Du bist nicht meine Tochter. Was das wohl für Schmerzen für sie auch gewesen sein müssen. Jedenfalls jetzt, nachdem sie offiziell anerkannt wurde, hat sich ihr Halbbruder, der aktuelle König Philipp von Belgien, doch tatsächlich eine Woche später sofort bereit erklärt, seine Halbschwester bei sich im Schloss Laeken bei Brüssel offiziell zu empfangen. Es muss ein sehr gutes Gespräch gewesen sein, denn anschließend gaben auch beide bekannt, dass sie dieses zarte Band, was da geknüpft wurde, auch weiterführen möchten. Ein anderes Beispiel ist eben Ingrid Sartiau, ebenfalls Belgierin, die versucht, gegen Juan Carlos zu klagen, aber keinen Erfolg hat, obwohl auch er ja zurückgetreten ist und eigentlich seine Immunität verloren hat. Allerdings, ihm kommt ein ganz spezielles Gesetz zugute, nämlich, dass er als unantastbar gilt. Das ist so zumindest auch in der spanischen Verfassung festgelegt. Und das rettet ihn im Moment davor. Dabei geht es eigentlich auch Ingrid nur darum, um eines, nämlich, sie hat es in einem Satz zusammengefasst: Ich will nur meinen Vater kennenlernen. Im Moment hat sie die Möglichkeit überhaupt nicht. Das Einzige, wie sie sich informiert über ihre Familie, ist eigentlich über Klatschblätter, in denen sie nachliest, was im spanischen Königshaus abgeht. Jetzt kommt eine neue Geschichte hinzu, die auch eigentlich unter dem Titel stehen könnte: Plötzlich Prinzessin. Mit Fragezeichen natürlich noch. Nämlich vor wenigen Tagen hat sich eine 15-jährige Brasilianerin bei Fürst Albert von Monaco gemeldet. Der hat bereits 2 uneheliche Kinder, die er auch offiziell anerkannt hat in der Vergangenheit. Jetzt ist plötzlich ein Brief im Haus Grimaldi gelandet. Und ich möchte ihn einfach vielleicht ganz kurz vorlesen, denn er geht doch sehr zu Herzen. Und zwar schreibt die 15-Jährige dort: Lieber Papa, schon als ich 5 oder 6 Jahre alt war, habe ich meine Mutter immer wieder gefragt, wo sie sind und warum sie nicht mit uns zusammen sind. Denn ich habe meine Freunde immer mit beiden Eltern spielen sehen, aber ich habe nie eine Antwort von ihr bekommen. Ich leide darunter. Ich verstehe nicht, warum ich ohne Vater aufgewachsen bin. Und jetzt, wo ich sie gefunden habe, wollen sie mich nicht sehen. Nicht bekannt ist, wie Albert auf diese Zeilen reagiert hat im Moment. Ob er in sich gehen wird, so wie vielleicht auch eben der belgische König bzw. belgische Altkönig Albert II. Oder ob er sich so stur stellen wird wie Juan Carlos. Wir dürfen gespannt sein auf Teil 3 oder 4 von Plötzlich Prinzessin.